Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Diablo 2 Resurrected hier auf der PlayStation 5. Wir waren in dem Schlangentempel drin, haben das Zepter geschmiedet, unbedingt letzte Folge reinziehen. Absolut fantastisch, Progress ist da. Hab jetzt mal so ein bisschen noch im Shop gekauft, neue Rüstung gekauft, werde ich euch jetzt gleich zeigen. Haben die Quest bei Dugan abgegeben und stehen jetzt hier vor Jirin am Palast. Ich hoffe mal, da geht's jetzt weiter. Müssen ja die Zuflucht im Palast finden. Denke mal, es wird jetzt da reingehen. Oh, bevor wir das machen, Däumchen hoch, kostenlos Abo, wird zu meinem Kanal extrem krass mit weiterhelfen. Dankeschön an der Stelle vorab. Und die Glocke nicht vergessen. Danke, dass du da bist. Viel Spaß mit der Folge. Abfahrt. Let's go. So, das ist die Rüstung, die ich mir gegönnt habe. Die wir einfach mal ein bisschen besser in der Verteidigung als eben die wir aktuell, also zuletzt getragen hatten. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und 24 Mana plus und nochmal 9 Gürtel auch am Start. Neue Handschuhe sind auch noch am Start für ein bisschen mehr Angriffswert. Und wie gesagt, die Waffen, habt ihr in der letzten Folge gesehen, habe ich auf jeden Fall in den Schatz gepackt, damit die nicht weg sind, falls das Zepter verloren gehen sollte, wenn wir das benutzen. Sprechen wir erstmal mit dem nämlichen Typen hier. Von Ärger fern. Nicht in ist ja gut. Okay, dann sprechen wir mit dir. Als der Ärger hier anfing, hatte ich den verängstigten Haremsgilden gestattet, in meinen sicheren Palast zu kommen. Alles war bestens, bis eines Nachts Schreie aus dem Harem die Treppen heraufhalten. Meine Wachen eilten hinzu und sahen, dass die armen Mädchen von gnadenlosen Dämonen abgeschlachtet wurden. Meine tapferen Wachen versuchten, die Dämonen in die geheimnisvolle Spalte zurückzudrängen, aus der sie gekommen waren. Seither kämpfen meine Männer einen aussichtslosen Kampf. Immerzu kommen Dämonen aus der Spalte in den Palast. Schließlich heuerte ich Grietz und seine Söldner an, damit sie mir helfen, den Rest meiner schönen Stadt zu beschützen. Ja, wir sind da, wir regeln alles. Dass die geheime Zuflucht unter diesem Palast begraben liegt. Nice. Lutgolain auf einer alten Festung der Visirei erbaut wurde. Mein Palast steht euch jetzt offen. Passt auf euch auf. Das machen wir, mein lieber Freund. Ja, nice. Rein da, Mann. Oh, yes, Mann. Das sieht doch mal absolut fantastisch hier aus, oder? Zum Harem, Ebene 1. Der Harem. Okay, und hier müssen wir jetzt den... Versteckte Zuflucht von jetzt. Ich will aber erstmal diesen geilen Palast jetzt hier erkunden, liebe Freunde. Das sieht doch schon wieder absolut fantastisch hier aus, oder? Das sieht doch schon wieder richtig crazy aus. Guck mal, da geht's direkt schon mal runter. Ebene 2, ja. Da vorne ist aber noch eine Tür. Ebene 2. Okay, es gibt mehrere Wege. Links oder rechts. Dann gehen wir den Weg hier. Und hier fängt es schon an. Blut bedeckt den Boden. Alisea, mach dich gefasst. Mach dich gefasst. Was ist das denn hier? So ein Schuh von Hermes oder was? So ein Fliegender? Achso, das ist ein Schrein. Austauschschrein. Ah, nice. Boah, okay, jetzt geht's richtig los hier. Jetzt kommt die orientalische Musik noch hinzu. Huhu, yo. Uah. Let's go, Mann. Jetzt geht's richtig ab. Uah. Uah. Komm her, du Schuft, Junge. Haben wir mit meinem neuen Stock. Und eine rechts und eine links. Und dem Stock auch noch. Let's go. Egal, was die Leute sagen über den Paladin. Ah, der Paladin ist scheiße. Ah, 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 ah. Ist egal. Ist egal. Ich fühle... Oh, yo, ich fühle trotzdem... Oh. Nice. Ich finde das so geil, wie viele Gegner einfach hier auf dich zurennen, Mann. Aha. Spieß, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ach mal, ich glaube, ich sage das in jeder Folge, aber es ist ja auch nicht schlimm, ne? Dieses Spiel ist zu cool. Dieses Spiel ist zu cool. Ich werde das auf jeden Fall... öfter als einmal durchspielen. Das so viel sei auf jeden Fall gesagt. So viel sei auf jeden Fall gesagt. Das macht echt mega Bock. Und ich will in dem Spiel hier unbedingt auch die Erfahrung machen mit dem Magier. Glaube ich. Auch wenn ich die ja schon mal angetestet habe und er so ein Hanswurst-Lulli war und noch zwei Schlingen tot war. Ich glaube, wenn man jetzt mal so ein bisschen im Game drin war. Okay, jetzt sind wir wieder oben. Wenn man einmal so ein bisschen im Game drin war oder ist, dann kann man das, dann spielt man das ja von automatisch auch ganz anders. Und ich glaube, das könnte dann mit dem Magier, weil Magier gefällt mir in Diablo eigentlich immer richtig gut. Ich glaube, das könnte richtig nice werden.
Schreibt mal in die Kommentare, welche Main-Klasse ihr in Diablo 2 habt. Oder auch generell in allen Diablo-Teilen, die ihr so gezockt habt. Schreibt mal rein, mit welcher Klasse ihr am liebsten unterwegs seid. Würde mich mal interessieren. Und dann mal gucken, welche Klasse da überwiegend hervorsticht. Vielleicht will ich auch die Klasse dann mit meinem zweiten Run mal zocken. So. Ah. Das ist so cool, Mann. Ich bin so drin gerade. Ich bin der Paladin gerade. Palastkeller-Ebene 2. Was haben wir denn hier? 13 Verteidigung. Das lasse ich mal fallen. Oh yes, Mann. Ich glaube, ich muss mit dem Paladin auch mal so öfter raus aus dem Kampf, um das hier zu machen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Okay. Also wenn es gegen Untote geht mit dem Paladin durch diesen Blitz, ihr seht's, ne? Der ist absolut crazy, ey. Ich brauche aber einen heiligen Knüppelhammer. Oh. Nur Zauberer, weg. Obwohl, ne, verkaufen, ich weiß. Habe ich mit meinem Kollegen drüber gesprochen. Ich glaube, Geschick war's, ne? Geschick... lässt sich den Angriffswert erhöhen. Und bedeutet quasi, glaube ich, auch, dass die Gegner, wenn du draufschlägst, nicht so oft blocken bzw. ausweichen, oder? Weil manchmal, siehst du dieses weiße X, was da manchmal kommt? Da, das, was da jetzt gerade dreimal hintereinander so schnell kam, dass sie ausweichen. Ich glaube, das verringert quasi das Geschick, ne? So, wo geht's denn hier rein? Ah, okay, der Zauber geht auf jeden Fall nicht. Oh, komm mal, Flitzer. Oh, der Feuerauge hier, das hält viel aus. Okay. Okay, okay, übertreib jetzt nicht, ey. Ist okay, wir haben es verstanden. So, Schriftrolle brauchen wir. Dornschild brauchen wir nicht. Das hier muss ich mir einpacken wieder. Zack. Den Rest benutze ich. Die sehen so massiv und crazy aus, die Gegner. Und der fällt einfach so schnell um. So ein richtiger Lulli. Mal, hier wird es weitergehen. Na, Ausdauermanagement ist auch nicht so. Ich achte quasi nie drauf. Hier geht's lang. So, jetzt das sieht auf jeden Fall, hier sieht's, da muss der Stab rein, oder was? Okay. Sollen wir wirklich jetzt in das Portal gehen? Was haben wir denn hier? Oh, wow! Dies ist gewiss das Erzeugnis eines kranken Geistes. Eines kranken Geistes, okay. Alter, wo sind wir denn jetzt? Okay, geil, das ist ein Wegpunkt, perfekt. Ich glaube, dann würde ich tatsächlich einmal gerade schnell in die Stadt gehen, verkaufen und reparieren.
Holy shit, einfach im Weltall jetzt. Okay, ich habe noch jede Menge Platz frei. Obwohl, das Schild kann ich eigentlich direkt mitverkaufen. Was habe ich denn noch in meinen Hoadrim-Würfel drin? Außer Heiltränke? Nichts, ne? Guten Morgen. Moinsen. So, erstmal reparieren. Und vertickern. 9 bis 17. Gesockelt. Weg damit. Na, 3 bis 15 Zepter. Knüppel des Schlachtens. Hier, das habe ich auch nicht verstanden. Guck dich das mal bitte an. Ein Handschaden. 1? 1? Bis 24? Okay. Warum 1? Ja. Ich weiß es nicht, ey. 6 bis 17. Ich weiß es nicht. Also, dieses Kommentar mit dem Zepter hat mich schon so ein bisschen natürlich in die Richtung Zepter jetzt gebracht. Aber ich finde irgendwie nicht so nice. Ich finde nicht so nice Zepters. Oder Zepten. So, okay. Wir haben vier Wege. Wir nehmen den hier erstmal. Wir nehmen den hier. Das sieht so nach Rätsel aus. Das sieht so ein bisschen nach Rätseln aus. Hier kommen wir hier mit Sprungportalen jetzt, oder? Teleporter, ja. Oh shit, okay. Alter, was sind das denn Höllenclan? Junge, wie geil sehen die aus? Das wird hundertprozentig jetzt hier so ein Verwirrungsding. Kettenstiefel. Ätlicher was? Nicht Reparatur nicht möglich? Sind die unendlich oder wie? Sind sogar besser. Muss ich mir mal im Detail anschauen. Aber erstmal hier rüber porten. Ghoul first. Junge, du kriegst ihn mit meinem Stock. Zack. Zack. Ey, was ist das bitte für ein geiles Level hier, Mann? Jo, Level up. Gehörnter Helm. So. So, was haben wir hier? Perfekt. Das weisen wir auch mal zu. Und zwar auf R1. Diesen Schilddech brauche ich nämlich gar nicht. Oh, was ist das denn hier? Lokis Helm. Nur Barbar. Mhm. Was ist das jetzt hier? Warum sind die so durchsichtig? 12 Haltbarkeit, nötige Stärke. Aha, Ätherischer Reparatur nicht möglich. Verbesserte Verteidigung. Ich glaube, ich bleib bei denen. Ich glaube, ich bleib bei denen. Okay. Geil, Mann, ey. Jetzt durch random einfach mit meinem R1-Angriff jetzt Feuer, Kälte oder Blitzschaden. Wahnsinn, geil. Jo, wie nice ist das denn, Mann, ey? Das ist jetzt hier der beste Angriff aller Zeiten schon. Geile Scheiße. Ist jetzt halt nur Mana-Fresser, ne? Okay. Okay, was bist du? Die hat sich so cool an. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ich glaube, ich bin richtig, Freunde. Nee.
Das ist so ein Krampf, wenn man keine Ausdauer mehr hat. Ey, meine Zeit. So, ich wollte hier nämlich weiter runter. Ich glaube, der linke untere Weg hier ist korrekt. Okay, was haben wir hier? Kiste, Kiste, Mischte. Du wagst das, ey. Die Feuereffekte sehen auch wahnsinnig aus, ey. Absolut nice. Ich kann die da drüben schon mal angreifen. Geil. Zack. Ich kann nicht noch mehr tragen. Warum kannst du nicht noch mehr tragen? Was soll das? Geben wir uns erstmal einen Mana-Trank. Oh, oh, Lex, Lex, Lex. Ich glaube, der Weg hier unten ist der richtige, oder? Ne, ist nicht. Ist nicht der richtige. Hallo? Oder? Ja. Ich habe das Gefühl, dass das hier der Weg ist. Jetzt bin ich wieder ganz woanders. Alter, ich werde hier nie rauskommen. Hilfe! Hilfe, Hilfe! Oh, guck mal hier. Oh, Loot, Loot, Loot. Ohne Ende. Zack, 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 zack. Bam, bam, bam. Doppelaxt, so ein Quatsch brauchen wir auch nicht. So, Unterarmklinge. Ja. Jum. Einmal alles verkaufen. Aber Freunde, ich glaube, ich werde da nicht mehr rauskommen, ja? So ein endloses Labyrinth. So, verkaufen. So, ab ins Portal, alles aufsammeln, dann können wir eigentlich instant wieder hier hin, weil ich glaube, dann sind wir direkt wieder voll, oder? Ich bin überladen. Ja, das ist direkt wieder überladen. Oh, was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ach Mann, ey. Ja, damit. Hallo, dann der Quatsch. So, Säbel. Und die Handschuhe. Okay, die Handschuhe sind Müll. Der Säbel ist... Oh, 17 von 32. Ich dachte gerade, das wäre der Angriff. Ey, das ist ja doof, dass das Portal nach einmal betreten wieder weg ist, Mann. Ist gemein. Verkaufen wir den Scheiß auch direkt? Nicht in der Stadt. Nicht in der Stadt. Ey. So, habe ich hier irgendwas zum Sockeln eigentlich noch? Nö. Kann man die Gürtel irgendwann auch mit Sockeln finden oder ist das sockelfrei? Quasi. Was bin ich jetzt für ein Level? Ich bin Level 20, nice. Was ist Max-Level? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich frage mich gerade, war ich hier schon? Nee. Nee, hier war ich noch nicht. So, erstmal gekonnt, einfach alle umkreist. Und jetzt haben wir den High Ground. Amira. Ciao. So. Oh, Schuppenpanzer, Schuppenpanzer. Hört sich vielversprechend an. Ist schlechter. Er kommt jetzt gleich hier im Boss oder was? Was ist das? Oh, nein. Hier war ich schon überall, oder? Hier war ich schon. Oh, ich habe mich verlaufen. Ich habe mich komplett verlaufen.
hier überall schon. Okay. Erzähl doch jetzt keinen. Das sah so nach richtigem Weg hier aus. Bitter wäre natürlich jetzt, wenn ich komplett hinten hin zurück müsste, oder? So, als ob ich jetzt hier auf der Plattform, ne? Hier geht's echt nicht weiter. Schreibt mal bitte in die Kommentare rein, liebe Freunde und Freundinnen der Nacht da draußen. Hattet ihr auch Wegfindungsprobleme hier auf dieser Quest? Das ist ja mega gemein. Ja gut, ich würde sagen, ich laufe mal den Weg zum Ausgangspunkt zurück jetzt. Und dann laufen wir gemeinsam in der nächsten Folge einmal den Weg dann eben da ganz hinten rechts einmal weiter. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, Däumchen hoch, kostenlos Abo, einmal nur gerade fix hier aufs Profilbild klicken. Damit hast du mir extrem weitergeholfen. Dankeschön an der Stelle vorab. Und natürlich die Glocke nicht vergessen. Jedi Survivor, Tears of the Fallen Kingdom und im Juni ohne Ende Diablo 4 Content hier auf dem Kanal. Danke, dass du da warst. Hab nur einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit V.